Okay, primäre Technik. Jetzt habe ich das Skalpell, habe alle meine Vorurteile und Ängste weggeschoben. Was mache ich jetzt mit diesem Messer? Also im Grunde genommen machen wir eine Stichinzision. Wir schneiden erstmal nicht, zumindest nicht dann, wenn wir jetzt einen leichten Hals haben. Also wir gucken den armen Patienten jetzt an und uns springt der Ringknorpel und der Schildknorpel an. Dann machen wir eine horizontale Stichinzision und versuchen, so weit reinzugehen, dass wir den maximalen Bauch des Skalpells noch auf Hautniveau behalten. Dann drehen wir die Klinge um 90 Grad, ziehen die zu uns ran, um praktisch ein Fenster zu eröffnen, um dann durch das gezogene Fenster ein Bougie zu platzieren. Und wenn wir uns hier mal unseren Kollegen dazuholen, an dem wir das zeigen Sehr können, gut. dann ist das tatsächlich genauso einfach, wie wir es eben besprochen haben. Du kannst eigentlich schon auf dem Video sehen, wie wir von unten hochgehen, die Trachea. Wir merken hier, aha, hier ist der Ringknorpel, hier kommt der Schildknorpel, hier das Zungenbein. Diese Inzisur ist es und wir gehen rein, eine Stichinzision, drehen das Skalpell, nehmen den Bougie in dieses Fenster, ohne dass mir jetzt hier mein hervorragender Kunsthals umfällt und schon bin ich drin. Also da jetzt noch den Tubus drüber zu schieben, ich glaube, das brauche ich nicht weiter zeigen, aber schon unter dieser ein bisschen ungünstigen chirurgischen Position haben wir jetzt in wenigen Sekunden eine chirurgische Koniotomie durchgeführt. Und ehrlich gesagt, mehr ist es nicht. Und auch bei allen Simulationskursen an den Körperspendern hat es sich genau so einfach dargestellt, sodass man verblüfft war, wenn nach 30 Sekunden der Kurs sozusagen vorbei war. Wir hatten nur eine einzige Ausnahme tatsächlich. Das war wohl ein Patient, der einen kardiochirurgischen Eingriff hinter sich hatte und offenbar auch eine Tracheotomie mit einem chirurgischen Verschluss des Tracheostomas. Dann wird es gemein. Aber ich glaube, das ist so selten, dass wir nicht weiter drüber sprechen müssen. Super Statement und cooler Simulator. nee, aber perfektes Beispiel, wie du sagst, das war ja jetzt auch keine einfache Situation. Da liegt ja niemand, du hast da, musstest mit einer Hand und so weiter. Also, das finde ich ja, beeindruckend, dann doch das zu sehen. Und wir haben ja auch ein bisschen das in den Videos nochmal eingeblendet, nochmal gesehen. Sag mal, oft wird jetzt auch ich kenne noch eine Skalpell-Finger-Bougie-Technik, also dass man quasi, ich glaube, mit Längsschnitt und dann Querinzision, dann raus, Finger zur Schienung und so. Das kenne ich auch so aus der Formwelt. In welchen Situationen würdest du überhaupt da die Finger benutzen oder einen Längsschnitt machen? Nur wenn die ganz adipös sind oder gibt es da irgendwie Indikationen? Also ich hatte tatsächlich einige Notfallkoniotomien damals auch in der Klinik und die HNO ist prädestiniert. MKG und HNO ist im klinischen Setting der Bereich, wo die häufigsten Notfallkoniotomien durchgeführt werden und so ist es uns auch ergangen. Und bei der ersten wusste ich noch gar nicht, wie man sie durchführt und habe sie natürlich auch falsch gemacht. Aber da wir schon unfassbar viel Erfahrung in der Tracheotomie hatten, haben wir sozusagen diesen Vorzugang gewählt. Und da geht es dann nur über Palpation. Wir haben damals einen großen horizontalen Schnitt gemacht und dann einfach mit dem Finger auf die Trachea-Schnitt rein und haben uns in die Trachea gebohrt. Das ist so ein bisschen die Idee, dass wir nicht den Bougie benutzen, sondern nach dem Schnitt uns an die Trachea bewegen, aufschneiden und sozusagen Platzhalter für den Tubus schaffen. Aber das ist eigentlich nicht notwendig, denn wir gehen jetzt noch mal auf die andere Seite von meinem Freund. Da ist jetzt zum Beispiel mal sehr viel Fett simuliert. Da ist also die Struktur plötzlich nicht mehr zu erfassen. Aber dann heißt das ja nicht, dass ich auf meine Technik verzichten muss, sondern es heißt nur, dass ich mich rette, indem wir einen 8 bis 10 Zentimeter langen Längsschnitt machen. Und wenn ich das gemacht habe und dann mit dem Finger reingehe und das Fett stumpf präpariere, dann bin ich hier plötzlich wieder bei der Struktur. Ich bin jetzt hier wieder beim Ringknorpel. Und eigentlich brauche ich dann nicht den Finger, sondern ich mache genau das, was wir vorhin besprochen haben. Die Stichinzision, ich drehe und gehe mit dem Bougie rein. Auch das wieder sehr erschwerte Bedingungen. Ich sehe nichts, es mag bluten und ich komme hier in das Lumen, wenn ich an der Klinge einfach wie besprochen vorbeigehe. Zack, da bin ich drin. Kein Unterschied. Cool.
Okay. Also der Unterschied zu der ersten Technik ist lediglich ein langer Hautschnitt, auch durch das Fettgewebe durch. Und der Finger bedeutet in diesem Fall nicht Richtung Eingang Trachea, sondern Aufspreizen des Fettgewebes und Unterhautgewebes, um dann in der gleichen Technik Stich, Drehen, Bougie entlang zu realisieren. Okay, super, perfekt. Damit hast du eigentlich alle Fragen beantwortet. Eine letzte Frage stelle ich gern den Expertinnen und Experten, die bei uns sind, die sich eben mit Sachen auskennen, und zwar besser als ich, was nicht so selten ist. Was sind denn so die größten Fehler, die man machen kann? Wo muss man aufpassen? Wo sollte man so ein bisschen, ja, vielleicht Sorge haben bei dieser Prozedur? Also ich glaube, der größte Fehler ist tatsächlich, dass es zu spät durchgeführt wird. Das ist das Hauptproblem. Ich denke, daraus ergeben sich die hohen Mortalitäten. Natürlich sind das schwerkranke Patienten, bei denen es zum Einsatz kommt. Aber wenn wir jetzt mal überlegen, was wir vorhin beim Atemwegsmanagement besprochen haben und uns so eine normale Leitlinie angucken, durch die wir uns durcharbeiten und versuchen erstmal 3 Intubationsversuche und dann machen wir nochmal 3 Beutelmaske und dann machen wir nochmal 3 Larynxmasken, dann dauert das dramatisch länger als unser ganzes Interview. Und dann kann man sich in etwa vorstellen, wie die Oxygenierungssituation des Patienten ist. Und deswegen glaube ich, sollte man, wenn man an einen Patienten kommt, der verdächtig ist, frühzeitig das Material beschaffen lassen. Und da reden wir eigentlich nur vom Zehner-Skalpell, unbedingt ein Zehner, das Bauchige. Das Bougie haben wir hoffentlich ohnehin, weil wir mit Videolaryngoskop und Bougie First arbeiten. Wenn wir dann bei der Videolaryngoskopie merken, wir haben gar keine Chance, mit dem Spatel weiter nach unten zu kommen, es ist alles obturiert, dann ist vielleicht auch die Larynxmaske nicht mehr erfolgversprechend. Dann sollten wir wirklich frühzeitig dran denken und dann auch entschlossen handeln. Ich denke, die zeitliche Verzögerung ist das Hauptproblem. Okay, sehr, 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 sehr gutes und klares Statement. Peter, ich würde mal ganz kurz zusammenfassen und dann sind wir eigentlich schon mal eigentlich durch dieses extrem spannende Thema. Wie du es am Ende und am Anfang gesagt hast, wenn man es machen muss, soll man es schnell machen, aber beim Atemweg geht es immer auch primär mal um die Basics und dann werden wir die meisten dieser Situationen zum Glück vermeiden können. Da geht es um Sauerstoff, NIF, richtige Maskenbeatmung, Tubus, supraglottische Atemwege, die richtige Lagerung, Beatmung und so weiter und so fort. Wenn wir es machen müssen, dann brauchen wir keine Angst haben, weil sie hat eine super hohe Erfolgsquote. Es kann sein, dass es blutig wird. Das heißt, es kann sein, dass wir palpieren müssen. Aber die Palpation ist auch nicht hochdramatisch. Wir wissen, wo wir hin müssen. Der schnelle Weg ist quasi der laryngeale Handshake von unten. Genau. Und ganz klares Statement zur Inzisionstechnik oder zur Skalpelltechnik gegen alle Punktionssysteme. Ja. Beim, wie du sagst, leichten Hals, also bei dem, wo die Anatomie einfach zu erkennen ist, Stichinzision auf die Seite drehen und den Bougie rein und dann den Tubus oder das Tracheostoma drüber fädeln. Wenn es schwierig wird, Längsschnitt, sich die Anatomie quasi palpieren, stumpf präparieren, Entschuldigung, und dann palpieren und dann wieder das gleiche Stich drehen. Exakt. Und rein. Genau. Und so einfach, wie wir drüber sprechen, ist es in der Tat. Das ist ein sehr motivierender Schlusssatz und gut zu hören, weil in der Situation ist natürlich trotzdem maximaler Stress. Und dann im Hinterkopf zu haben, keine Angst, hohe Erfolgsquote und es geht und man schafft es auch, ist, glaube ich, gut zu hören. Klar, jetzt. Also letzten Endes ist es ein A-Problem und wir sind sofort konfrontiert. Das ist das Gemeine. Wir kommen in die Szene und es brennt sozusagen. Es ist nicht eine langsame Eskalation, sondern wir werden komplett sofort konfrontiert. Und ja, dann geht es darum, schnell vorzubereiten. Genau. Super, super Sache. Vielen Dank, Peter, für deine Expertise, für die ganzen Videos, die ihr auf verschiedenen Ebenen hier eingeblendet gesehen habt und seht. Was mich total interessiert ist, wie fandet ihr es natürlich? Ihr dürft es natürlich wieder teilen und liken und so weiter und so fort. Das sagt sonst immer der Philipp, das muss ich mal sagen. Habt ihr Erfahrungen damit? Wie ging es bei euch? War es schwierig? War es dann doch einfach? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren oder auf der Website oder wie auch immer. Und wenn Spezialfragen sind, Peter, da habe ich dich nicht vorgewarnt, aber es ist das, was alle unsere Expertinnen und Experten trifft.
dann bombardiert uns mit E-Mails und wir bombardieren dann den Peter weiter damit. Ja, sehr gerne. Freue ich mich drauf. Super. Vielen Dank, Peter, und bis hoffentlich bald. Ja, Martin, würde ich mich freuen. Herzlichen Dank auch. Tschüss. Tschüss.